Einmal im Jahr, immer am zweiten Sonntag im September, geht Deutschland auf Entdeckungsreise. Hat riesig Spaß gemacht. Wirft die Zeitmaschine an. Ich fand's total interessant. Geht durch Türen und Tore, die sonst meist verschlossen sind. Hat mir gefallen. Und erlebt Geschichte und Geschichten hautnah. Einmal im Jahr. Und das jetzt schon seit einem Vierteljahrhundert. War toll. Es ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Mit Millionen Besuchern und über 7.500 geöffneten Denkmalen. Große und prominente, aber auch kleine und weniger bekannte. Diese Bandbreite, auch das etwas Unauffälligere zu entdecken und zu präsentieren, die macht eben den Tag des offenen Denkmals aus. Ein Denkmal sozusagen an jeder Ecke. Der Tag des offenen Denkmals. 1993 übernimmt es die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, diesen ganz besonderen Tag auch in Deutschland einzuführen und zu organisieren. Und das Interesse der Öffentlichkeit wächst schnell. Die Chance, hinter Fassaden zu blicken und Unbekanntes zu erkunden, wollen sich viele nicht entgehen lassen. Wenn man die Gelegenheit hat, einmal wirklich Dinge zu erkennen, auch erläutert zu bekommen, die nicht so offensichtlich sind, und auch über Grenzen hinweg in Privatsphäre einzutreten, dann ist das ein Abenteuer für beide Seiten. Für den einen, der das Denkmal umsorgt, und für den anderen, der es kennenlernen darf. Heute sind wir in Köln und dürfen eine alte preußische Festungsanlage kennenlernen. Georg Ruppert führt uns, einer von vielen tausend Denkmalbegeisterten, die sich am Tag des offenen Denkmals ehrenamtlich engagieren. Das ist der Reiz des Verborgenen. Und das den Menschen zu zeigen, das ist die Faszination eines solchen Werks und auch mein Antrieb, Menschen genau eben diese Geschichte, hinter diesen Fassaden zu zeigen. Wir können von Vergangenheit viel lernen und da bietet der Tag des offenen Denkmals eine wunderbare Gelegenheit. Und auch die Besucher sind begeistert. Schon beeindruckend und vor allen Dingen beeindruckend, dass das alles wieder so hergestellt werden konnte, dass wir es heute besichtigen können. Ich meine, dass am Ende, wenn man über die Dinge nachdenkt, man doch sich fragt, warum baut die Menschheit sowas? Und so wird aus einem spannenden Ausflug eine Botschaft aus der Vergangenheit. Denkmale haben eine Botschaft aus der Vergangenheit und Denkmale zeigen uns auch einen Weg in die Zukunft. Und das wollen wir gerne auch in die Gesellschaft hineintragen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt den Tag des offenen Denkmals jedes Jahr unter ein neues, spannendes Motto und macht ihn bundesweit bekannt. Und? Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist die bundesweite Koordinatorin. Wir bündeln die Kräfte aller und machen dadurch auch die Sichtbarkeit aus. Das heißt, wir sichern die Qualität ab, wir unterstützen die Teilnehmer mit Rat und Tat. Und ich glaube, auch nur durch diese koordinierende Rolle ist es möglich, dass wir so schnell eine sehr konsistente Kulturveranstaltung hinbekommen haben. Das 25-Jahr-Jubiläum feiern Besucher und Macher in Köln. Zur Freude der Kölner Oberbürgermeisterin. Ich finde den Tag des offenen Denkmals wunderbar und ich finde es auch wunderbar, dass wir das 25-jährige Jubiläum hier in Köln besonders hervorheben und feiern.